Ihnen wie nie. Und das schickst du an Katy Perry? Das habe ich nie gesagt. Hey, Leute, fällt euch irgendwas auf? Wow, wow, beeindruckend. Aus Italien? Besser, aus Connecticut. Ja, ich glaube, ich werde zum alten Burns reingehen und sagen, hier ist dein Boss für Männer. Und für Frauen, denn das muss man heutzutage sagen. Gib mir 5, Mann. Warum sagen wir, gib mir 5, wenn wir nur 4 Finger haben? Habe ich mich auch immer gefragt. Ja, mitmach, legen wir los. Dad, ich will dich an was erinnern. Mom hat morgen Geburtstag. Es wird Zeit für deine jährliche Panikfahrt durch die Stadt, um ein Geschenk zu finden, das nicht total peinlich ist. Weißt du, Liebling, früher mal hätte ich für diese Information einen Mord begangen. Aber ich verkünde gern, dass ich für deine Mutter bereits ein Geschenk gekauft habe. Und jetzt halt dich fest. Es ist ein hochmoderner... Doch bis dahin, das ist Frank Grimes. Der Selfmade-Man. Was? Ach ja, das war dieser Typ. Packen Sie ihn von mir aus irgendwo hin, aber suchen Sie diesen Hund. Ja, Sir. Stühlchen dreht sich, Stühlchen dreht sich. Hey, Hauch, bist du beschäftigt? Ja. Es gibt einen neuen Angestellten im Kraftwerk. Vielleicht sollten wir ihn mal begrüßen. Ach, ich weiß. Universal, zerkleinerer. Wow, Mom wird sich total darüber freuen. Freuen? Deine Mom wird so ausflippen, dass normale Freude daneben aussieht wie ein Schwächeanfall. Weil ich das Gerät heute signieren lassen werde. Von wem? Lenny? Von der Verpackungslady persönlich. Au, 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 au. Weiß nicht. Mir ist ganz schwindelig. Ich melde mich krank und gehe lieber nach Hause. Bist du neu? Ja. Mein Name ist Frank Grimes. Ich bin Lenny. Das sind Carl und Homer. Ich bin Lenny. Tag, freut mich. Oh, du hast ja Bleistifte mit deinem Namen drauf, wie ein Bleistift. Mann, oh Mann, seht euch das an. Endlich ein Supermarkt mit einem klaren Motto. Insel irgendwas. Wie ein Trip nach Hawaii ohne einheimische Mörder. Die haben Marmeladen aus Früchten, die ich nicht kenne. Passt sicher toll zu Betelnussbutter. Wow, ich glaube nicht, dass die Simpsons noch mal im Quickie-Mart einkaufen werden. Ach, wirklich? Apu, Stiftfabrik-Geschäftsführer. Ich würde alles geben, um so einen zu kriegen. Jede Bürobedarffirma macht sowas auf Bestellung. Darf ich den hier haben? Nein. Oh, das ist mein Atomphysik-Diplom. Sowas habt ihr bestimmt alle. Oh ja, Karl und ich haben unseren Magister gemacht. Nur der alte Homer nicht, der brauchte kein Examen. Als das Kraftwerk aufmachte, ist er einfach hier aufgetaucht. Ich wusste ja nicht mal, was ein Entkernungskraftwerk ist. Warum verlässt du deine natürliche Umgebung? Um rauszufinden, wer meine echten Kunden sind und wer meinen Laden mit dieser Palmwedelhütte betrügt. Die eine Banane neben der Kasse. Bei Ihnen steht das Speiseeis im Regal direkt neben dem Motoröl. Sie verkaufen Zigaretten an Kinder. Ich sage euch, ich habe euch geldgebende Kühe immer als Freunde betrachtet und Freunde betrügen keine Freunde. Freunde sind die einzigen Menschen, die man betrügen kann. Und das tut man sofort. Naja, ich würde sagen, wir haben alle noch eine Menge zu tun, also packen wir es an. Du scheinst ein ganz netter Kerl zu sein, darum gebe ich dir einen Tipp. Wenn du die Überwachungskamera, die da oben hängt, umdrehst, kannst du schlafen und kein Mensch wird es merken. Wir werden hier nicht fürs Schlafen bezahlt. Oh doch, die versuchen doch sowieso nur uns zu bescheißen. Marge ist bereits vergeben. Wie? In einem Supermarkt, in dem es gratis Kaffeeproben gibt. Oh, verteidigen Sie sich, Sir! Wer ist mit Marjorie? Es tut mir leid, Ma'am. Und was ist mit Mitzi? Es geht nur noch Nitzi. Nitzi. Ich verdrück mich. Ladies and Gentlemen, unser nächstes Objekt trägt die Nummer 751. Wie viel wird geboten für Objekt 751? 751. Nichts, kein Gebot für Objekt 751. $1. Das... Feinde der Gemischtwaren, ihr sollt zur Hölle fahren!
Signieren Sie das für meine Frau Marge? Sie ist ein großer Fan und sie hat morgen Geburtstag. Ist schon mal ein Anfang. $1 ist geboten. Wir stehen bei $1. Wer bietet mehr? $1. $1. Ich will 2 hören. Wer bietet $2? $2. $2. $2 sind doch kein Preis. Wer bietet 3? Wirklich nur $1. Zum ersten, zum zweiten und zum Verkauf für $1. Was habe ich erstanden? Ein Grundstück. 35 Industry Way. Dass ich so lange hart gearbeitet habe, scheint sich bezahlt zu machen. Hallo? Wissen Sie, ich habe das sehr gern für Ihre Frau unterschrieben. Und als Sahnestückchen habe ich eine tolle Idee. Oh. Wie fänden Sie es, wenn ich Ihre Frau morgen live aus meiner Sendung anrufe, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren? Das würden Sie tun? Oh mein Gott, das könnte ein Geburtstag von Marge werden, an dem ich Sex bekomme. Eine Schürze mit einem Sonett drauf. Mach meins auf, bevor es erstickt. Ein Häschen. Bohnenstange, was gibt's Neues? Mein Name ist Grimes, Simpson, Frank Grimes. Ich habe mir die Mühe gemacht, Ihren Namen zu lernen. Dann können Sie doch wohl auch meinen lernen. Okay, Grimey. Hey, Eigentum von Frank Grimes. Oh, tut mir leid. Die Tüte ist deutlich beschriftet. Bitte seien Sie in Zukunft aufmerksamer. Geht in Ordnung. Genauso eines, wie ich es als Mädchen hatte. Wie hast du das gewusst? Das Foto war im Haus von Grandma. Dann habe ich die Zoohandlung nach einem abgesucht, das so aussieht. Oh, Bart, du hast mir das Kuscheltier geschenkt, das ich nie in meinem Leben vergessen habe. Das Beste habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Dein Geschenk, Homie. Warte einen Moment, Marge. Bevor du es aufmachst, bekommst du einen Anruf, der diesen Geburtstag zum besten Geburtstag aller Zeiten... Simpson, wissen Sie, wer meine... Au, es ist zwar verdreckt, aber es gehört mir. Macht. Naja, du siehst immer noch mich an und nicht Golf im Fernsehen. Das ist ziemlich gut. Das einzige Golf, das wir uns ansehen, ist Damengolf. Und das sehen wir uns nicht an. Also in 3, 2, 1. Ich wiederhole. Na, wie geht's, Grimey? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mein Büro nicht betreten, Simpson. Ich möchte jedes Mal 5 Cent kriegen, wenn Sie das sagen. Bitte sag nicht noch mal 1. Homie, egal was es ist, es wird nicht mehr passieren. Diese eiertrennende Fernsehkuh sollte dir am Telefon zum Geburtstag gratulieren. In ihrer Sendung! Wenigstens hast du dich daran erinnert, dass ich sie mag. Rommel, nimm mich mit auf den Rommelplatz. Na, was gibt's Neues, Grimey? Simpson, Sie haben eine 513. Nein, eine 513. Ich meine in Ihrem Bedienungshandbuch eine 513. Da, Ihre Kontrollarmaturen. Oh. Ein Mitleidskuss? Das reicht jetzt. Ich rufe diese Paula Paul an und geige ihr mal schön die Meinung. Normal? 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 Nur total untypisch. Durchgebissen? Wer könnte? Oh. Ich meine... Oh, der Süße versucht, Strom zu futtern. Du... Eine 513. Das haben wir gleich. Problem gelöst. Hey, Milhouse, willst du einen Job in meiner Fabrik? Was soll der Quatsch? Du hast doch gar keine Fabrik. Du hast dieses Monster hier angeschleppt und jetzt hat es unser einziges Telefonkabel durchgekaut. Warte, vielleicht hat Paula Paul eine Nachricht hinterlassen. Paula Paul, ich rufe Sie live aus Paulas Gerichteküche an, um Ihnen herzlich zum Geburtstag zu gratulieren. Aber da Sie noch nicht zu Hause sind, machen wir kurz Werbung und rufen gleich nochmal an.
Hi, Paula Paul versucht nochmal Marge Simpson zu erreichen. Ist ein großer Hey, ich hab zu tun. Willst du einen Job oder nicht? Okay. Gott, der frisst wie ein Schwein. Ich weiß nicht. Schweine kauen eigentlich mehr, während er schlingt wie eine Ente. Jedenfalls klingt es wie ein Tier auf einem Bauernhof. Und vorhin hat er in einem Strahlenschutzanzug tief und fest geschlafen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Er hing an einem Kleiderhaken. Wenn ich schon dabei bin, kann ich auch vorab auschecken. Es sind viele Rechnungen gekommen. Brauche ein paar Überstunden. Larry, mein Freund. Hey, Sie sind nicht Larry. Warum sind Sie nicht Larry? Weiß nicht, Sir. Hören Sie, wenn Sie so nett wären... Ach, Marge, du bist ein richtiger Miesmacher. Hätten wir auf dich gehört, hätten wir nie diesen mexikanischen Ringer gesponsert. Trotzdem ist und bleibt sie am Gewinn beteiligt. Einfach nicht wohl bei dem Gedanken, wieder zu investieren. Ach, gib's zu, du kommst mit den quirligen 90er Jahren nicht mehr zurecht. Hey, Marge, damit machst du dich fast so beliebt wie eine Motte im Pelz. Wer ist dafür, Marge aus der Investorettenriege auszuschließen? Ich! Larry und ich machen jeden Morgen einen Faustgruß. So, ein warmer, menschlicher Kontakt mit einem Hauch von männlicher Gewalt, ne? Kein Interesse. Was ist mit dem neuen Wachmann? Der ist voll unfreundlich. Das ist übrigens mein Wort des Tages. Der's. Vielleicht war es zu viel verlangt, dass ich von ihm erwartet habe, dass er gleich wie Larry ist. Wo ist Larry überhaupt? Im Irrenhaus. Für Gewalttäter. Der gute alte Larry. Na schön, Helen. Wenn ich nicht erwünscht bin, werde ich gehen. Ich schicke dir deine Pfannkuchen mit der Post. $500 zurückgegeben und mich aus dem Club ausgeschlossen. Moment, du musst schon etwas präziser werden. Wann sollen die Pfannkuchen mit der Post kommen? Ach, wer weiß, vielleicht ist es so am besten. Sag mal, warum willst du überhaupt Geld verdienen? Solange ich noch voll arbeitsfähig bin, braucht sich meine Familie keine Sorgen zu machen. Harry, sagen Sie, Wayne, mir ist aufgefallen, dass Ihr Atem überhaupt nicht nach Alkohol riecht. Gehen wir auf ein Bierchen nach der Arbeit? Ich habe ungern soziale Kontakte mit Kollegen. Naja, vielleicht steht er einfach nicht auf Faustgrüße. Hey, Wayne! So wahr Gott mein Zeuge ist, diese Faust wird gegrüßt werden. Nimm das blöde Ding runter. Und nun wieder dir bei meiner Arbeitsstelle an und sag, dass ich morgen nicht kommen kann. Mann, man darf heute nicht mehr so konservativ sein. Lass einfach die Würfel rollen. Es wäre schön, wenn ich diese Frauen mit ihren eigenen Waffen schlagen könnte. Vielleicht sollte ich ganz allein ein Geschäft aufmachen. Konzessionsverkaufsmesse, wo all ihre nicht-sexuellen Träume wahr werden. Ich bin Investo, der Roboter vom Planeten Opportuniak. Mein euch überlegenes Hirn rät euch, die Konzessionsverkaufsmesse zu besuchen. Das wollen wir ja auch, aber du Küchenchef, die extreme Snack-Ausgabe. Verhältnis von Erdnussbutter zu Cracker ist perfekt. Das kleine Apfelscheibchen drauf war köstlich, ein fabelhaftes Gericht. Dankeschön, das hier ist meine drittliebste Reality-Kochsendung. Als Gewinn bekommen Sie eine brandneue Küche, in die ich mich jetzt verwandle. Nick, nick, nock, nock, nack. Au, au, au! Mir fehlt mein Kinnbärtchen. Oh. Sperrst uns den Weg? Gefahr, Gefahr! Vergesst nicht, Prospekte mitzunehmen! Das wollen wir doch mal sehen. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Sicherheitscode 30! Das ist das Wunderbare an einer Konzession. Man bekommt die gesamte Ausrüstung mit dem zugehörigen Know-how, obendrein einen bekannten Markennamen, dem die Leute vertrauen. Schon befinden sie sich auf einer Raketenreise. Kinder, genießt euren extremen Snack. Ich hab ein Apfelscheibchen rein. Mir ist schlecht. Du weißt, dass ich Überraschungen hasse. Du hast uns reingelegt. Keine Experimente, keine Experimente. Hattest du auch einen schweren Tag? Ein Typ in der Arbeit kann mich nicht leiden. Ich weiß, es gibt größere Probleme. Zum Beispiel, dass die Schiedsrichter... Also zum Mond. Und wenn Sie dort sind, sammeln Sie doch bitte ein bisschen von dem hübschen grünen Mondgeld für mich, Royce McCutcheon. Und gar nicht in die Tüte. Das Mondgeld gehört mir.
Ich möchte Sie wirklich nicht beunruhigen, aber Wissenschaftler behaupten, dass in Amerika 40% aller Bilder schief hängen. Das stimmt. Und ich höre Sie schon fragen, wer soll all diese künstlerischen Entartungen begradigen? Ihre Freunde? Ein Nachbar? Oder diese Fettsäcke in Washington? Viel Glück. In der Major League nicht auf den Videobeweis zurückgreifen. Für dich ist es ein großes Problem. Willst du ein Gute-Laune-Schweinekotelett? Ich liebe dich unendlich mit Kartoffelpüree und Soße, bitte. Charlie, gehen wir auf ein Bier? Nein, die haben gestern eine Telefonumfrage gemacht und ich war angeschickert. Also sagte ich, die sollen heute für korrekte Antworten nochmal anrufen. Oh, okay. Hey, unter Umständen merkt es auch niemand und das Problem löst sich ganz von alleine. Jetzt sind Sie aber derjenige, der naiv ist. Ja, das muss ich wohl zugeben. Aber Sie machen mir den Eindruck, dass Sie fähig sind, Ihr eigener Boss in der aufregenden Welt der Rahmenkorrektur zu werden. Ich habe Gradigungshandschuhe, eine Sprühdose Wandschmiermittel und eine Broschüre mit den meistgestellten Fragen, die Sie zu hören kriegen. Einschließlich, wer sind Sie und was machen Sie hier? Wollen Sie mitfahren? Ich kann zu Fuß gehen. Gut, Homer, Sie haben gewonnen. Ich hatte gerade etwas Gänsehaut, als Sie meinen Namen gesagt haben. In jeder Stadt, in die ich gehe, kommt mir so ein Typ in die Quere. Hören Sie, ich bin kein Spinner oder so. Ich möchte einfach nur mit allen befreundet sein. Homer, Sie sind... Ich will doch kein eigenes Geschäft haben. Ich verstehe auch nicht, wieso ich überhaupt hierher gegangen bin. Hallo, Helen. Marge. Oh. Hey, mein Name ist Agnes und du weißt, dass ich so heiße. Das bedeutet Lamm, Lamm Gottes. Es tut mir leid, Agnes. Marge? Disco Stews, nicht aufzuhaltende Disco-Akademie. Netter Bursche, ich trinke ein Bier mit Ihnen. Danach begegnen wir uns wieder ganz professionell in der Arbeit und das war's. Ich spiele nicht den Weihnachtsmann für Sie, wir tauschen kein Essen aus. Und Sie rufen mich nie an und sagen, schalt auf Kanal 6. Aber wenn das Wetter... Ist mir egal. Wow, Homer hat den Tiger wirklich gezähmt. Entschuldigung, ich muss mal kurz... Aufs Klo? Oh mein Gott, wir beenden die Sätze des... Haben Sie gewusst, dass der Disco-Schallplattenverkauf bis zum Ende des Jahres 1976 um 400% gestiegen ist? Wenn dieser Trend anhält... Hey! Oh, Ihre Fischer sind tot. Ja, ich weiß. Aber ich krieg sie da leider nicht raus. Pita-Brot. Ich habe keine Ahnung, was man im... Wir beenden die Sätze des Anderen. Total überraschender Auftritt. Ich will eure Kohle und euren Schmuck. Pronto. Okay, ich will keinen Ärger, Kumpel. Ich hol noch... Vorderen Orient so ist. Aber ist diese ganze Gegend nicht ein bisschen suspekt? Hey, ich bin keine Erdkundlerin. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Nennen wir es doch einfach Brechbrot. Was ist Tahini? Eine würzige Soße. Und Falafel? Knusperpastetchen. Dann würden wir ausländisches Essen verkaufen. Delikate Spezialitäten. Hier, probieren Sie einen Ben Franklin. Schmeckt gut. Was ist da drin? Tabouleh und Mein Geld aus meiner Geldschublade. Und dann sortiere ich die Scheine nach den Präsidentenbildchen. Ich will hier nicht den Helden spielen. Danke für das Upgrade. Wayne? Bleib zurück, Homer. Ich weiß genau, was ich tue. Wir wissen alle, was wir tun. Aber ist das auch ein angemessener Umgang mit der Situation? Das ist unser Koch, Christopher. Ich könnte mir gut vorstellen, dass den Leuten das schmeckt. Und das meine ich jetzt ganz ernst. Sieh sich das an. Jetzt stürzen sich diese Hyänen auf das einzige Gewerbe, das mich interessiert und das ich möglicherweise in Betracht gezogen hätte. Ich bin für den Konkurrenzkampf nicht geschaffen. Oh, Besoffene sind so langweilig. Meine Freske! Das ziehe ich dir von deiner Beute ab. Wayne, aber ich finde, du bist der Hammer. Ich hab nur gesehen, was getan werden musste und hab's getan. Da wär noch was zu tun. Die Eier müssen wieder ins Glas.
Sie reden wie ich, sagen wir wie früher, als ich angefangen habe und noch jung war. Die junge Frau und all diese Leute, verloren in einem Meer flackernder Erfolge und leerer Versprechungen. Och, dann warf mir Gott einen rettenden Anker zu, einen leckeren, goldbraunen Rettungsanker. Hier, probieren Sie eine Brezel. Schmeckt nicht übel. Wow, so weit hat's noch nie eins von meinen Eiern in den Hals von jemandem geschafft. Selbst gekocht ist immer am besten. Naja, wenn jemand meinem Homie das Leben rettet, dann wird er zum Essen ein... Lecker, lecker! Die schmecken hervorragend, das ist Knotenbrot, ha? Knotenbrot, ganz einfach. Verstehen Sie? Sehr gut. Für die neuesten Mitglieder unserer Peterflotte begrüßen. Lord, Helen, Agnes, Luanne.